Hallo Bernhard, willkommen in Zürich. Wie fühlt es sich an, den ersten Tag jetzt auf dem GC Campus zu verbringen? Ja, ich muss sagen, ich kenne den Campus natürlich schon länger, aber jetzt, wo es endlich dann soweit ist, bin ich auch sehr erleichtert, muss ich sagen. Es war sehr blöd, wenn man zu Hause sitzt und Training geht schon los und man will einfach dabei sein bei den Jungs. Und jetzt bin ich umso happier, dass es jetzt losgeht. Die ersten Handlungen sind ja bereits aus der Ferne passiert. Was sind jetzt die nächsten Aufgaben, die auf dich als GC-Sportchef warten? Ja, das Wichtigste wird sein, natürlich, um die Mannschaft kennenzulernen. Ich habe natürlich mit allen möglichen Leuten und allen Spielern gesprochen, telefonisch, aber das ist einfach nicht das Gleiche. Man möchte doch ein Gespür bekommen, natürlich, auch intensiver mit dem Stab zusammensitzen und einiges noch ausarbeiten. Das wird erstmal in den ersten Tagen das Wichtigste für mich. Was für eine Fußballphilosophie werden wir in Zukunft bei GC sehen? Was suchst du in einem Trainer für Attribut oder auch in einem Team für Attribut? Na, wir möchten ganz klar, dass das GC die Initiative nimmt im Spiel. Und das wollen wir natürlich von Anfang an sehen. Und auch bei Ballverlust, dass wir einfach den Gegner keine Luft zum Atmen geben. Und dafür benötigt es auch physische Komponente. Das wird heutzutage immer wichtiger im Fußball. Man sieht es zum Beispiel bei Vereinen wie Red Bull zum Beispiel, die sehr viel Power entwickeln. Und ich glaube auch, dass da der Weg hingeht. Aber wir sollten nicht ein technisch versiertes Spielphilosophie nicht aus den Augen verlieren. Aber das physische Aspekt wird einfach immer wichtiger. Und ich glaube, da wird auch ein Augenmerk ein bisschen mehr darauf gelegt in die kommende Zeit. Danke vielmals, Bernhard.